So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich stelle euch einen neuen Skin vor, und zwar Elderwood LeBlanc. Und bevor wir zu den Spets kommen, zeige ich euch erstmal die Emotes. For my next trick, I'll make their life bar disappear. For a moment I thought I'd broken a sweat. So, das waren einmal die Mods und generell sieht der Skin sehr, sehr cool aus. Passt auf jeden Fall zu LeBlanc, haben sie sehr schön gemacht. Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Fee. Kommen wir zu den Spells, fangen wir mit dem Q an. Auch eine schöne Markierung, wenn man die auslöst mit dem W. Hier, das sind einmal so Pilzsporen, finde ich auch sehr geil gemacht. Dann haben wir den E-Spell. Und zu guter Letzt natürlich die Ulti, mit der wir verschiedene Spells wiederholen können. Jetzt einmal den E-Spell. Wenn denn ein paar Minions kommen. Und zu guter Letzt fehlt natürlich noch die Todesanimation mit der passiven. Da ist einmal die passive und dann kommt die Todesanimation. Zack, auch wieder sehr schlicht gehalten. Finde ich aber vollkommen okay, wenn die auch mal ein bisschen schlichter ist. Alles in allem muss ich sagen, gefällt mir der Skin sehr, sehr gut. Sieht sehr cool aus. Sehr schöne Spell-Animation. Passt echt gut. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Elderwood LeBlanc habe ich erst gedacht, passt irgendwie gar nicht. Aber sieht doch echt sehr, sehr schick aus. Und auch die Sounds mit den Emotes, mit dem Lachen und mit dem Tanzen und allem sehr, sehr schön gemacht. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung dazu. Wie findet ihr den Skin? Sagt ihr, eher nicht so gelungen? Oder sagt ihr, yo, mega geil, ich als LeBlanc-Spieler kaufe mir den auf jeden Fall. Und schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und dann verabschiede ich mich wie immer mit dem Recall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.